so ein bisschen mehr. Ich muss das bestreiten. Ja, ja. Whisket jetzt. Hier ist, was zwei Hunde anrichten können. Mausig, ey. Nein, der Hund wird doch nicht festgestorben. Ich weiß nicht, was ich meinem Papa schenken soll. Da siehst du's, warum du kacke aussiehst. Geht's dir nicht gut? Ich bin eine Palme. Hi. Der Winkel nicht voll. Das ist sehr viel Decke, Bruder. Ich weiß doch auch nicht, hier ist so nicht mehr so viel Decke. So, hi. Wie geht's euch da draußen? Schreibt einen Kommentar in die Kommentare. Oder einen Brief. Wir haben Tomaten gekauft. Und Eier. Und Eier, das war's. Tschüss. Bananis und Ceradis. Und Bagelonis. Sind die Bagels eigentlich im Fussi-Brötchen? Safe. Wir haben Champignons. Boah, was ist das denn? Boah, Lindt-Kreation. Das ist so weiße Schokolade mit Haselnuss-Nougat drin. Ist ja unglaublich. Das sieht geil aus. Wir gönnen uns immer so Pralinen, da sind nur Nougat-Pralinen. Ach, Lindt ist auch einfach. Warum hat Lindt das? Warum? Ja, Lindt, bitte schenkt mir Schokolade. Wir haben geiles Zeug. Das ist auch so ein Ding, ne? Der Kaufmann hat nur das. Nicht diese großen 30 Gramm Dinger und so. Aber von Grieß gibt es, glaube ich, 30 Gramm nicht. Doch, ich glaube mittlerweile gibt es beides, weil es gibt den Grieß-Pudding und es gibt die Grieß-Mahlzeit, die 30 Gramm hat und größer ist. Ich habe heute gerade darüber gerantet, dass unser Kaufmann voll abbaut und irgendwie ist der voll unordentlich und hier kommen Dinge nach. Und die vegane Abteilung hat auch voll abgebaut und ich brauche einen neuen Supermarkt, aber ich, eigentlich mochte ich den immer. Ja, wenn der abbaut, dann warum sollten die auch neue Sachen in die Regale stellen? Aber heute kam so eine Durchsage: Hallo, sehr geehrte Kunden, unsere Werkschaft streikt im Moment, aber unser Laden ist trotzdem heute noch für Sie da. Also bitte kaufen Sie weiterhin ein. Da war noch Quarkbällchen. Ich habe gestern einen TikTok gesehen, da hat eine sich so voll gefreut. Mit so ein bisschen mehr. Ich muss das weglegen. Mein Gott. Hey, kommt ihr bitte run to call me? Wir streiten nicht, geil. Alles gut. Das ist nur für das Video. Ich so. Auf jeden Fall habe ich einen TikTok gesehen, wo sie meinte, sie hat Quarkbällchen für 30 Cent bei Aldi gefunden. Bei uns gab es die für 22 Cent. Toast und Bresu. Und natürlich darf nicht fehlen immer der Mozzarella. Und ein Basoletta. Was willst du eigentlich? Komm her. Hello. Ich wollte euch Videos sein. Weil ich bin ein Fox Süß. Du bist eigentlich so. Und wie, ey? Hier habt ihr es gehört. Ich bin Süß. Aber hier stehen Mutte ich nicht. Bye. Für mich die OBs gekauft. Ja, dann kriegst du deine Tage übertragen. Ich weiß doch deinen Zyklus. Sahne zum Kochen. Sahnis. Broccoli. And the Gurki. And that was it. We hope you had so much fun with us. It was a pleasure to show you our Wocheneinkauf. Wocheneinkauf. Ich nehme jetzt meine Wurst und mache was. Sass. Ja. Oh. Nur wenn sie uns anspringen, muss sie sich strecken. Die muss sich generell immer sehr viel strecken. Ja, ja. Oh, Whisket jetzt. Guck mal. Ich brauche den Bedarf. Nein, nein, hier runter. Sitz. Gib ein Fuck, bitte. Gehst du dir recht? Okay. Yes. Oh. Kerl, das liebst du, oder? Ja, das ist das Beste. Davin ist like nichts mehr übrig. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hi, habt ihr noch mehr? Okay, bist du fertig? Mit dem Schuhen. Hier ist, was zwei Hunde anrichten können. Es ist schrecklich. Hi. Hi. Das ist übrigens Yara, weil es viel zu viele Kommentare gab. Wo ist denn euer zweiter Hund? Das ist der Hund meiner Mutter. Wir haben für den Tag in dem Vlog auf sie aufgepasst. Haben wir aber auch gesagt. Ja. Als sie es
wieder bei uns. Guck mal, wie groß sie geworden ist. Sie ist so riesig. Was machen wir oft mit dem? Viel Schabern. Spielst du jetzt Englisch? Nein, ich will gerade nicht. Aber warum bist du denn hier? Ja, ist so viel wilder, glaube ich. Ja, Jara war eben auch. Die kann sich schneller entspannen. Okay. Okay. Mausig, ey. Nein, der Hund wäre nicht fast so gestorben. Naja. Gute Nacht, du wirst für immer schlafen. Was mag diese komische Wurst? Ich hasse dich. Lass mal bitte. Heute ist Vatertag und wir fahren später noch zu meinen Eltern. Und ich weiß nie, was ich meinem Papa schenken soll. Meistens ist es Bier, aber ich möchte ihm kein Bier schenken. Deswegen mache ich jetzt einen Nachtisch. Und zwar ein leckeres Tiramisu. Mein Papa liebt Tiramisu und ich habe den letzten Monat, glaube ich, schon zweimal Tiramisu gemacht, weil immer irgendwas war. Und heute mache ich mal ein Spaghetti-Eis-Tiramisu. Ich habe letztens auf TikTok so ein Rezept gefunden, es sieht so geil aus. So, ich habe jetzt für die Creme Sahne mit dieser Paradiescreme steif geschlagen. Dann kommt da noch Mascarpone und Philadelphia rein und ein bisschen Zitrone und einen Schuss Milch vielleicht noch. Und dann ist die Creme fertig. Creme ist fertig. Jetzt habe ich hier Löffelbiskuits. Die tunke ich jetzt in Milch ein, damit die halt auch weich werden. Und dann einfach wie bei Tiramisu, erst eine Schicht Löffelbiskuits, dann Creme. Ich glaube, wir machen zwei Schichten. Die Schichten sind jetzt fertig und ich habe vor 2-3 Tagen damit Spaghetti-Eis gegessen, also selbst gemacht. Und da habe ich noch eine Erdbeersoße. Die kommt jetzt da drüber. Ich glaube, die ist ein bisschen zu flüssig, weil die im Video hat da noch Speisestärke reingemacht und deswegen ist die, glaube ich, so Gelee-mäßig geworden. Aber ja, das passt schon. Dann ist es halt flüssig. Und zum Schluss kommen noch weiße Schokoraspeln drüber. Das sieht so gut aus. Wow! Wie gesagt, ich nehme das zu meinen Eltern mit und sage euch dann irgendwann später im Vlog, wie das geschmeckt hat. Und ich kann euch das Rezept auch in der Infobox verlinken, wenn es gut geschmeckt hat. Sonst nicht. Apropos Spaghetti-Eis. Da habe ich jetzt eine Story für euch, ey. Also für alle, die mir auf Instagram folgen, ihr habt es mitbekommen. Ich möchte das ja auch nochmal thematisieren. Ich habe sehr wenige Nachrichten auch dazu bekommen von wegen, ja, warum ich mich denn so anstelle, warum ich solchen negativen Kommentaren überhaupt so viel Plattform biete oder mich damit so viel beschäftige. Ich liebe es, mich über sowas aufzuregen, über sowas zu reden und vor allem das zu nutzen, um guten Content damit zu machen. Also sogar Content, mit dem ich vielleicht Leuten auch noch was mitgeben kann. Und wenn man nicht drüber redet, dann ändert sich auch nichts. Deswegen reden wir jetzt drüber. Mein letztes Video war ja, warum du niemals so aussehen wirst wie Fitness-Influencer, mit denen du dich vergleichst. Kurz und knapp, falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich habe darüber geredet, dass die Message des Videos war, jeder Körper ist anders wegen seiner Genetik. Deswegen solltest du deinen Bauch, deine Beine, dein Booty nie mit einem anderen Körper vergleichen, weil du den wahrscheinlich so nicht erreichen wirst. Auch wenn du die gleiche Arbeit reinsteckst. Und ja, und halt noch ein paar andere Dinge drumherum so. Dann hat sich da eine junge Dame Zeit genommen, mir so einen Text darunter zu schreiben, wie ich doch nicht alles auf die Genetik schieben kann. Wenn man hart genug im Gym trainiert, dann erreicht man auch was. Alles Dinge, die ich nicht in meinem Video gesagt habe. Das war ihr erster Punkt. Und ihr zweiter Punkt war, ja, kein Wunder, dass ich, also sie hat mich damit angegriffen persönlich, kein Wunder, dass ich nicht so aussehe wie Fitness-Influencer, weil ich inkonsequent trainiere und mich super schlecht ernähre. Und sie verfolgt ja schon seit Anfang an mein Fitness-Journey und weiß das alles über mich, wie ich trainiere, wie ich esse und so, dass ich das halt alles nicht erreiche. Das Ding ist halt, sie weiß ja nicht mal, was meine Ziele sind.
Und dann habe ich das in meiner Instagram-Story thematisiert und ihr auch auf den Kommentar geantwortet. Damals hat sie sogar in dem Kommentar geschrieben, okay, da habe ich dich falsch verstanden. Und sie hat mir bei Instagram auch nochmal privat geschrieben, so hey, den Kommentar, den habe ich verfasst. Ich glaube, wir haben uns da einfach beide falsch verstanden, wollen wir vielleicht nicht mehr drüber reden oder so. An dem Tag, als ich diese Story gemacht habe oder einen Tag später, habe ich ein Reel hochgeladen, wo ich Spaghetti-Eis gemacht habe, weil ich habe seit Tagen fucking Bock auf Spaghetti-Eis. Ich liebe Spaghetti-Eis. Und dann schreibt sie mir auf mein Reel inkonsequentes Training und falsche Ernährung in so Großbuchstaben, um mir nochmal zu zeigen, da siehst du's, warum du kacke aussiehst. Du isst fucking Spaghetti-Eis. Deswegen siehst du so aus, wie du aussiehst. Und sie hat das halt ernst gemeint. Ich habe sie dann blockiert. Wahrscheinlich wird sie dieses Video sehen, weil es sah aus, als wäre sie eigentlich eine Zuschauerin, die sich halt oft meinen Content anguckt. Ich habe sie auf Instagram jetzt blockiert, weil ich keinen Bock mehr auf sowas habe. Und ich unter dem Kommentar im letzten Video könnt ihr das auch noch sehen. Sie hat auch noch auf andere Leute so geantwortet, dass man mit ihr nicht darüber reden kann und dass sie es einfach nicht versteht. Aber ich habe mir ihr Profil angeguckt, habe sie mir angeguckt. Sie hatte auch so Gym-Highlights. Man hat halt gesehen, sie ist eine super zierliche Maus gewesen, die wahrscheinlich so krass in diese Fitness-Bubble gefallen ist und in diese Fitness-Ernährung, Chunky-Flavor mit Quark, gar kein Nachtisch essen, alles ersetzen. Und leider projiziert sie halt ihre Idealvorstellung eines Körpers oder ihre Ziele, wie sie aussehen möchte, auf jeden anderen. Und deswegen dachte sie sich beim Gucken meines Videos, dass ich nicht so aussehen möchte, wie ich aussehe. Es war halt 1:1 so von wegen, ja, kein Wunder, dass du fett geworden bist. Das liegt nicht daran, dass du Muskeln aufgebaut hast, sondern einfach, dass du zu viel isst. Und ich habe nie gesagt, dass ich nur Muskeln aufgebaut habe. Ich wollte zunehmen. Ich wollte auch Fett zunehmen, weil ich einfach mein ganzes Leben lang super dünn war und jetzt zum ersten Mal realisiert habe, wie ich zunehmen kann. Auch wenn ich es nicht wollen würde, wie kann man sich überhaupt das Recht nehmen, so über jemanden zu reden? Dieser Kommentar hat mir ja nichts gebracht, außer mich vielleicht noch sogar zu triggern und persönlich zu treffen. Weil beim Lesen des Kommentars habe ich sogar ganz klein in meinem Kopf gedacht, boah, weißt du was, dir zeige ich es jetzt. Wenn ich bisschen das Fett wieder reduziere, siehst du, wie definiert mein Körper unter dem Fett schon ist von dem Jahr ins Gym gehen. Und es ist so dumm, dass ich das überhaupt kurz gedacht habe, um ihr das zu beweisen. Ich muss das niemandem beweisen, wenn ich mich so wohl fühle, wie ich bin, dann bleibe ich auch so, wie ich bin. Und dann habe ich halt dieses Spaghetti-Eis gemacht und sie war direkt so, boah, ja, hier, siehst du, falsche Ernährung. Wenn du halt Spaghetti-Eis frisst, bist du nicht glücklich mit deinem Körper. Nein, ich esse Spaghetti-Eis und bin super glücklich mit meinem Körper. Mein Ziel ist es niemals, einen super geringen Körperfettanteil zu haben. Mein Ziel durch Sport, körperlich gesehen, war es einfach auch aufzubauen, auch wenn Fett dazu kam. Heißt aber auch nicht, dass ich immer mal wieder dazwischen Phasen habe, wo es mir nicht gut geht damit, wie ich aussehe. Wo ich mir denke, letztes Jahr mit 10 Kilo weniger. Auf den Bildern siehst du echt gut aus. Aber letztes Jahr, als ich diese 10 Kilo weniger hatte, habe ich mir da auch schon gedacht, da können es auch weniger sein. Also es wird immer Phasen im Leben geben, wo man nicht zufrieden mit sich ist, wo man super zufrieden mit sich ist. Und es hat sich äußerlich aber gar nichts geändert bei beiden Blickwinkeln. Ich finde es halt so schade, dass Sport machen und Ernährung und sowas, es ist eine gute Bewegung, aber leider kann man dadurch schnell in eine Essstörung rutschen, in irgendwas Falsches rutschen, in ein falsches Bild von Ernährung rutschen. Und ja, wenn das für sie ein gutes Leben ist, den ganzen Tag darauf zu achten, nichts Süßes zu essen, sich keinen Nachtisch zu gönnen oder irgendwas, nur damit der Körperfettanteil unter 20% bleibt oder so, was übrigens für die meisten Frauen nicht gesund ist. Was mir halt auch einfach wichtig ist, am Ende soll jeder so aussehen, wie er möchte und sich so und so trainieren und sich so ernähren, wie was ihn oder sie selbst glücklich macht. Aber einfach seine eigenen Ideale und seine eigenen Sachen auf andere zu projizieren, ist so falsch. Und durch solche Kommentare, das haben bestimmt Menschen gelesen und dachten sich so, ich trainiere nicht hart genug, ich esse zu viel oder keine Ahnung was. Ja, wahrscheinlich wirst du dieses Video jetzt auch sehen, vielleicht hier auch wieder was kommentieren. Ich habe auch gar kein Interesse, mit der Person noch irgendwie zu reden oder zu diskutieren, weil ich schon gemerkt habe, dass
die in diesem Denken drin ist, dass sie auch direkt davon ausgeht, zu wissen, nur weil ich ein paar Mal ein Selfie gepostet habe, wie hart ich im Gym trainiere oder wie oft ich da bin. Mir schreiben auch immer wieder Leute so, boah, du bist ja jeden zweiten Tag krank. Das kommt einem einfach nur so vor, weil wenn ich krank bin, mache ich halt die Stories und dann geht es in meinen Stories darum, dass ich krank bin. Das letzte Mal war ich vor 4 Monaten oder so krank. So, und halt, wenn ich immer nur poste, wie ich mal ein Eis esse oder so, kommt es vielleicht manchen Leuten so vor, als würde ich mich nur davon ernähren. Aber die ganzen anderen Mahlzeiten am Tag, die habe ich halt nicht gepostet. Ja, vielleicht muss ich einfach anfangen, ein bisschen mehr Realität hier zu zeigen. Einfach jede Sache zu zeigen, die ich so in meinem Leben mache. Denkt dran, macht euch ein eigenes Ziel, vergleicht euch nicht mit anderen und sagt vor allem anderen nicht, was sie richtig oder falsch machen, wenn sie nicht danach gefragt haben. Und wenn ihr nicht wisst, was bei denen abgeht, was die überhaupt machen und was überhaupt deren Ziel ist. Ich mache gerade Wäsche. Das habe ich noch auf keinem Kanal aktiv gezeigt. Aber ja, wir haben tatsächlich eine Waschmaschine. Wir haben sogar einen Trockner seit ein paar Monaten. Und ich bin gerade dabei, Socken zusammen zu dingsen. Die ist fertig. Ja. Wir tragen ja alle. Tut mir leid, dass die Maschine jetzt an ist und ihr die ganze Zeit hören. Also einfach ein bisschen lauter zu sprechen. Nun, ich trage beide am liebsten weiße Socken. Ich kann die aber sehr gut auseinanderhalten, weil ich habe immer die Puma-Socken. Ich habe alle Puma-Socken und Flo hat einfach alle anderen Socken. Ja.